sitze neben ihr am Strand und sie liegt regungslos daneben. Ich halte ihre Hand. Sie fühlt sich warm an und pulsiert voll Leben. Es kam dazu, obwohl ich sie, weiß Gott, nicht attraktiv finde. Doch kann ich nie auf eine Frage Nein erwidern. Und so kam es, wie es geschah. Sie fragte, willst du mit mir gehen? Und ich sprach, ja. Jetzt sitze ich also hier am Strand und höre zu, während sie mir was erzählt. Es war mir bislang nicht bekannt, dass es so furchtbar vieles gibt, das Frauen quält. Was hab ich mir da diesmal eingebrockt? Sie trägt ihr Bein, nicht rasiert, sondern gelockt. Es wiegt sich leicht im Abendwind. Ich trink mein Glas aus und schenk mir nach, in der Hoffnung, dass es besser wird, wenn ich sie mir schöner trink. Ein Zwischenspiel, damit sie in Erinnerungen schwelgen können. Wir verbringen den Abend zu zweit mit einem ordentlichen Picknick, das Gedanken vertreibt. Sie nimmt sich gierig ein Stück Schokolade mit Erdbeergeschmack und Sahne. Ich schaue ihr beim Essen aus Versehen in die Augen. Ihr Blick sieht aus, als wollte mich in sich saugen. Selbst wenn ich wegschaue, starrt sie mich noch weiter an. So langsam nervst du mich und aufwärts, Mann. Ich bin ohnehin durch dich schon leicht gefrustet, auch wenn es dich gerade offensichtlich ziemlich lustet. Eine Stunde hast du gebraucht, um dich zu richten, nur um mich dann im Auto mit deinem Gelaber zu vernichten. Bla bla bla, bla bla bla, der Kajal von ihr war leer und die Marke, die sie nutzt, gab es in Deutschland nicht mehr. Ihre Hände seien dafür endlich mackenfrei und weich, dank der neuen Rebesalbe aus dem Drogeriebereich. Eine Freundin namens Rosi hätte ihr davon erzählt, obwohl sie eigentlich nur wenig war. Denn Rosi sei eine Freundin, die normal die Sterne studiert und an der Pseudomessen teilt, obwohl es niemand interessiert. Was denkt sie sich dabei den ganzen Tag nur unseren nicht voll zu texten oder mit dem Tode nah zu quälen? Thank you.